Leute, ich habe euch noch ein Thema mitgebracht. Im letzten Video habe ich euch ja Videospielbegriffe erklärt und heute ein Thema, was mir im Stream vorgeschlagen wurde, nämlich Mutproben-Herausforderungen. Dass ich bitte so eine, beziehungsweise eine Challenge, dass ich eine machen sollte, aber das habe ich verneint, weil die 30 habe ich schon erreicht und nee. Das gab es eigentlich schon immer, egal zu welcher Zeit und die änderten sich und die Mittel und so weiter und so fort. Beispiele sind zum Beispiel Zimt mit einem Löffel essen oder die berühmt-berüchtigte Eisbucket-Challenge, die sogar mit einem guten Zweck verbunden war. Unter Mutproben wird verstanden, die Angstschwelle von einem selbst zu überwinden, die von Mensch zu Mensch verschieden liegt. Der eine hat eine niedrigere, der andere hat eine höhere Angsttoleranz. Und durch dieses wird auch ein Verhalten hervorgebracht, das entweder konstruktiv, destruktiv, anerkennt oder ablehnt ist. Hängt vom Charakter und von der Gruppe ab und welche Personen das mitbekommen. Genauso wie diese Wagnissucher und Wagnismeider. Literatur. Einfach gesagt, Wagnissucher sind Menschen, die sich der Gefahr stellen, die nicht aus dem Weg gehen, der berühmt-berüchtigte Adrenalin-Junkie. Jetzt mal so zum Beispiel. Und Wagnismeider sind Menschen, die sehr viel Sicherheit wollen und Gefahren möglichst aus dem Weg gehen. Quasi, das ist gefährlich, da gehe ich nicht hin. Nein, da gehe ich nicht hin, könnte auch gefährlich werden. Bliblablo. Geben tut's alles. Und alles führt irgendwie zu einem Tun, was sich mehr oder minder zu einer Mutprobe entwickelt. Zum Beispiel Courage, Ekel und Scham zu überwinden, dass man meint, die Ausführenden seien von mangelnder Intelligenz, aber wollen sich nur selbst beweisen. Aber wie bei allem Positiven gibt es auch Negatives und es wird übertrieben. Es gibt 4 Arten, um ja, Mutproben durchzugehen. Einmal die physische, Schmerz ertragen. Die psychische, dass man Courage zeigt und sich damit riskiert, in Gefahr zu bringen. Die mentale, sich den inneren Ängsten zu stellen und auch einen Triggerstand zu halten zum Beispiel, ist auch schon mental. Und sozial, zum Beispiel imponieren von anderen Menschen. Das kann positiv, aber auch negativ sein. Es kommt vom Kontext drauf an. Die Mutproben finden entweder statt aus eigenem Wunsch, Gruppenzwang oder so heimlich, dass es kaum einer mitbekommt. Auch geschlechterspezifisch gibt bei Jungen und Mädchen. Die Arten der Mutproben sind die dementsprechend auch etwas anders aufgebaut. Aber wie, was genau, bin ich jetzt nicht genauer drauf eingegangen. Aber ich kann euch so viel sagen, in der Jugendkultur waren und sind diese immer schon vertreten. Egal ob vor oder im Internetzeitalter. Es soll unter anderem auch Mut, Tapferkeit und sowas darstellen. Herausforderungen oder auch Challenges sind Aufgaben, bei denen es Verschiedenes zu schaffen gilt. Und dies hängt natürlich auch von der Verwendung des Wortes ab. Im Sinne der Herausforderung zum Kampf war es in früheren Situationen häufiger mal, dass es auch so hergenommen wurde. Abgesehen vom Pokémon-Franchise, da wird ständig Monster aufeinander gehetzt. Challenges, in dem Fall eben die berühmte Eisbucket-Challenge, gilt auch als Herausforderung. Im Sinne, siehe die Mutprobe, die ich gerade eben angesprochen habe. Dann gibt es natürlich die verschiedensten Arten der Herausforderung, sei es in der Gesellschaft, des Alltags oder dem Persönlichen. Was auch zum Beispiel eine gesellschaftliche Herausforderung ist, ist den Frieden zu wahren, wie auch immer, damit es nicht dauerhaft 7/24 Totschlag kommt. Indem jeder mit seinem Beitrag daran festhält, dass es friedlich bleibt in der Gesellschaft. Indem man nicht jeden einen reinboxt oder so, sondern sich auch zurücknimmt, vieles toleriert. Damit ist zu einem gesellschaftlichen Frieden schon einiges getan. Herausforderungen im Alltag zum Beispiel sind eben der Verkehr, mangelnde Zeit oder alles unter einem Hut zu kriegen mit Arbeit, Freizeit, Sozialen, Familie und es dann doch irgendwie zu schaffen. Dann gibt es noch jeweils die persönlichen Herausforderungen, die natürlich von Mensch zu Mensch verschieden sind. Sei es Umgang mit einer Sucht, mit psychischen Erkrankungen, mit Schicksalsschlägen, wie auch immer. In meinem Beispiel, ja, da wäre ich jetzt mal ein bisschen persönlich, ich habe es schon mal in einem Stream angesprochen. Für mich ist die Herausforderung, für mein Leben lang mein Spielverhalten unter Kontrolle zu kriegen und unter Kontrolle zu halten, dass es nicht wieder suchtartig ausbricht, nur zocken, 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 die Themen kommen zu kurz, mein Leben kommt zu kurz, ich lasse mich wieder gehen. Ja, mit Herausforderungen oder Challenges, wie es auch auf YouTube öfters mal zu sehen gibt und gab, dass die Ice Bucket Challenge kann ich nämlich positiv hervorheben, nämlich aus dem Grund, da diese auch für einen guten Zweck eingesetzt wird. Wurde es, glaube ich, gegen irgendwas mit Krebs, aber wie genau, nagelt mich nicht drauf fest, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Das nenne ich auch wirklich sehr höflich und vorbildlich. So kann man das auch verbinden. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich habe versucht, das Thema ziemlich kurz gehalten. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschu tschu!